Ich weiß nicht, ob Sie das zu Hause noch kennen, so eine Uhr. Ist so wahrscheinlich aus den 50er Jahren, aber solche Uhren gibt es natürlich schon viel länger. Wir haben jetzt 2 Uhr, hat gerade geschlagen die Uhr. Ja, auch so eine Geschichte zur Migration. Denkt man im Moment erst nicht, weil man denkt, so eine alte Uhr, naja, klar findet man sowas im Museum. Aber was jetzt erzählt hier Migrationsgeschichte? Das ist die Uhr mit diesem Zettel. Wer jetzt das hier lesen kann, da liest die Uhr und da drüben so arabische Schriftzeichen. Das steht auf die Uhr, nur auf Arabisch. Ich kann es leider nicht übersetzen. Ja, eine ganz spannende Geschichte. Das sind Syrer gewesen, die 2015/16 mit irgendeinem Schlauchboot über das Mittelmeer hier nach Osnabrück gekommen sind. Oder erst nach Oldenburg, dann hier nach Osnabrück. Und ja, dann hatten sie die Erlaubnis, hier bleiben zu können, weil in Syrien Krieg war. Und sie durften Sprachkurse nehmen, sie durften sich eine Wohnung einrichten. Und naja, so ein Kurs ist halt nach einer Stunde vorbei, ist auch anstrengend. Aber wie lernt man die Sprache am besten? Indem man vielleicht zu Hause weiterlernt. Und hat sich diese Familie an alle Möbel und Gegenstände in ihrer Wohnung, an den Schrank, an den Tisch, an den Stuhl, an den Kühlschrank, an den Herd, solche Zettel gemacht, um zu lernen, was heißt denn auf Deutsch die Uhr. Konnte sie das an den Zetteln jedes Mal lernen. Als die Familie dann umgezogen ist, es ging ein bisschen weiter mit ihnen, da konnten sie diese Uhr nicht mehr gebrauchen. Ich war zufällig da und habe gesagt, Mensch, das ist doch eine tolle Geschichte. Das erzählt etwas über Migrationsgeschichte in Osnabrück. Und kann ich denn diese Uhr nicht mit ins Museum nehmen? Und für mich ist das Wichtigste dieser Zettel. Denn das ist das, wo man lernen kann, das hat was mit Migrationsgeschichte zu tun. Und ist nicht einfach nur eine Uhr. Ja, jetzt habe ich Ihnen verschiedene Geschichten erzählt. Aus den 60er Jahren mit der Eisdiele Fontanella, diese Möbel. Wir haben die Geschichte von dem Blumenverkäufer aus Afghanistan gehört, dieses Gemälde. Und jetzt diese Geschichte von Syrern, die hier in den letzten Jahren nach Osnabrück gekommen sind, um hier ein neues, hoffentlich besseres Leben führen zu können. All solche Geschichten, die etwas über Migration in Osnabrück erzählen, haben wir auch virtuell in unserem virtuellen Osnabrücker Migrationsmuseum. Das können Sie auf unserer Homepage abrufen. Da sehen Sie hier zum Beispiel die Geschichte mit der Eisdiele. Da werden Sie dann nochmal Details lesen können, was ich eben hier erzählt habe. Da ist der afghanische Blumenverkäufer und vieles, vieles mehr. Und es geht nicht nur um 20. Jahrhundert, es geht auch weit in die Geschichte zurück. Würde mich freuen, wenn Sie uns da mal auf der Homepage online besuchen würden.